Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution Video. Und in diesem Video möchte ich mir mit euch drei Animationen aus dem Spiel angucken, die kaum einer kennt. Als allererstes habe ich dafür uns die Kill-Animation von dem Nasutoceratops gegen mittelgroße bzw. schwere Fleischfresser rausgesucht. Das Ganze funktioniert, wenn sich der Nasutoceratops im Kampf gegen einen Majungasaurus, einen Metriacanthosaurus, einen Baryonyx, einen Spinoraptor, einen Carnotaurus und ich glaube, da gibt es sogar noch ein paar mehr, habe ich jetzt nicht alles ausprobiert. Auf jeden Fall, wenn er sich im Kampf gegen diese durchsetzen kann, dann kommt diese Animation zustande. Er nimmt dort richtig ordentlich Anlauf wie so ein Stier und rammt dann mit voller Wucht mit seinen Hörnern gegen den Hals von seinem Kontrahenten und dieser fliegt richtig in die Luft und fliegt förmlich um seine eigene Achse und geht dann zu Boden. Wie ich finde, eine richtig coole Kill-Animation, die ich vorher noch so persönlich gar nicht kannte. Ihr müsst sowieso immer so ein bisschen bedenken, das Ganze ist immer ein bisschen subjektiv. Ich habe natürlich hier nach Animationen entschieden, die ich vorher selber noch nicht gesehen habe. Kann natürlich sein, dass ihr die schon kennt, allerdings gehe ich einfach mal davon aus, wenn ich sie nicht kenne, dann wird sie kaum jemand kennen. Wie ich euch Dino-Freaks und Jurassic World Evolution-Freaks kenne, kennt ihr sowieso alle Animationen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche Animation ihr von diesen drei kennt, welche nicht. Würde mich sehr interessieren. Und für mich ist das die erste Animation, die kaum einer kennt. Als zweites haben wir eine Animation von dem Iguanodon. Dieser ist meiner Meinung nach einer der coolsten Pflanzenfresser im Spiel und er hat auch eine richtig coole Animation, wenn es darum geht, sich gegen Ranger-Teams und Jeeps zu verteidigen. Er geht zu den Jeeps hin, dreht sich so ein bisschen und gibt ihnen dann einen ordentlichen Kick mit, was er ja auch bei kleinen Fleischfressern macht, aber die Animation kannte ich tatsächlich schon, aber ich wusste nicht, dass er sowas auch gegen Jeeps macht und ich finde, das ist richtig cool. Weil ihn das einfach richtig besonders macht, weil kein anderer Dino tritt einfach einen Jeep weg. Eine Hammer-Animation und ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr diese schon kanntet. Ranger-Fahrzeug wird angegriffen. Und zu guter Letzt haben wir eine Animation, die man wirklich nur sehr, sehr schwierig zu Gesicht bekommt, denn das ist die Sterbeanimation von dem Pteranodon. Der einzige Weg, dass der Pteranodon stirbt, ist, dass er an Altersschwäche stirbt. Das heißt, er muss mindestens 70 Jahre alt sein, weil 70 ist seine Lebenserwartung. Und da muss man genau im richtigen Moment dem Pteranodon beobachten, wenn er dann an Altersschwäche stirbt, um diese Animation zu Gesicht zu bekommen. Man kann das Ganze auch nicht beschleunigen, indem man ihn modifiziert und die Lebenserwartung runterdreht, weil man kann beim Pteranodon leider nur die Skins modifizieren. Deshalb muss man wirklich die vollen 70 Ingame-Jahre warten. Und das kann sogar ausarten in über 90 Jahre. Hatte ich jetzt auch schon den Fall, dass ich anderthalb Stunden darauf warten musste, dass der Pteranodon stirbt. Ist dann ärgerlich, aber kann man nicht ändern, was man nicht alles fürs Video tut. Was ein bisschen doof an dieser Animation ist, dass sobald der Pteranodon gestorben ist und dann auf den Boden klatscht, die Kamera direkt rauszoomt und dann das Menü anzeigt sozusagen. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Kamera nicht einfach so ein bisschen auf dem Leichnam bleibt und dieser dann auch noch vorhanden bleibt im Aviarium, denn er verschwindet leider, sobald die Animation dann vorbei ist. Aber ich glaube, das ist wirklich eine Animation, die kaum einer von euch kannte. Ich kannte sie vorher auch nicht, finde sie aber mega cool. Und damit würde ich sagen, war es das mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Falls ja, lasst es mich mit einer Bewertung wissen.
Falls ihr noch Animationen kennen solltet, die kaum jemand kennt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare und dann können wir vielleicht nochmal einen zweiten Teil in der gleichen Form machen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dani.